und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack. Ja, und dies ist die erste Ausgabe nach unserer Sommerpause. Und wir sind so glücklich, dass endlich wieder Konzerte möglich waren. Und einer meiner persönlichen Highlights war das Konzert im Juli mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks am Odeonsplatz unter der Leitung von Daniel Harding. Beginnen wollen wir unsere Sendung mit Viviane Chassot. Sie ist Akkordeonistin und wurde in diesem Jahr mit dem Schweizer Musikpreis ausgezeichnet. Beim Akkordeon denkt man ja eher an Volksmusik, aber Viviane zeigt, was auf dem Akkordeon alles möglich ist. Getroffen haben wir sie in Basel bei herrlichen Temperaturen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Viviane hat unser gesamtes Team verzaubert. Aber schauen Sie selbst. Dieses Instrument atmet. Und das ist so, für mich ist es wie ein Lebewesen. Ja. Es ist so, und auch dieser Kontakt so nah am Körper zu haben und die vielen Knöpfe, ich finde das einfach super. Es macht einfach Spaß. Wenn ich mir heute überlege, meine Schüler, ich muss die prügeln, wenn die Tonleitern üben sollen. Ich hatte so einen Spaß, weil es macht so Spaß, wenn die dann immer schneller gehen. Mein Vater hat gespielt, immer zu Weihnachten. Ja, aber so ganz ein kleines Örgeli, ein diatonisches Instrument. Und immer zu Weihnachten hat er Schneewalzer und Capri-Fischer und Marina und so gespielt. Und ich war immer extrem fasziniert davon. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt will ich immer Weihnachten. Und dann habe ich das Instrument gelernt. Nein, so einfach war es nicht. Ich habe das lange so irgendwie beobachtet. Ich habe klassisches Ballett getanzt als Kind und ich war sehr fasziniert von der klassischen Musik auch. Und ich hatte auch in der Klasse, gab es mindestens ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen, die haben Akkordeon gespielt. Und dann habe ich immer dieses Instrument gesehen und gehört und diese Volksmusik. Und irgendwie war ich immer fasziniert und gleichzeitig fand ich einfach die Musik so, dass ich jetzt nicht Lust hatte, anzufangen damit. Ja, und dann habe ich eines Tages am Radio Bach auf dem Akkordeon gehört. Wie alt warst du da? Ja, 11, 12, so, ja, ja. Und das war für mich dann, dann dachte ich, wow, mit diesem Instrument kann man also doch auch noch was anderes machen. Und das hat mich dann gepackt. Ich merke immer sehr gut, wie ich selber gerade, in welchem Zustand ich bin, wenn ich das spiele. Es ist wie ein Spiegel auch. Also dieses Loslassen, dieses wirklich Seinlassen, Fließenlassen. Ich finde, das ist etwas, was man im Leben übt, täglich, oder was ich immer wieder eine Herausforderung, also Herausforderung empfinde. Ich glaube, wir üben das Leben lang Loslassen. Und dieses Stück zeigt das wahnsinnig gut, finde ich. Thank you.
Wie kam es jetzt gerade zum C-Moll-Präludium? Das ist zum Beispiel gerade eigentlich ein schwieriges Stück, um es auf Akkordeon zu bringen, weil man darf ja auch nicht zu viel Atem draufgeben, oder? Was könnte ja noch nicht werden? Doch. Also das ist eben, das mag ich, das finde ich ganz toll hier. Oder ich könnte es so spielen. Ja, das ist so sehr perkussiv. Ja. Aber ich mag das. Ich empfinde, dass eigentlich eine Ebene mehr noch dazukommt durch das, dass ich eine liegende Stimme ja, mit dem spiele ich eigentlich, mit dieser Oberstimme, die dann doch irgendwie eben eine neue Ebene noch mal dazu gibt. Und das ist natürlich spannend, oder? Das, klar, ich könnte es auch anders machen, dann wäre ich eher wieder beim vielleicht ursprünglichen oder so, wie es fürs Tasteninstrument jetzt fürs Klavier gedacht ist, fürs Cembalo gedacht ist, genau. Aber das reicht mir nicht, weil ich spiele ja kein Cembalo. Und da reißt mich dann zu suchen, wo finde ich jetzt meinen Zugang, der für mich die Musik auf diesem Instrument wirklich zeigt. So. Jemand hat noch nie ein Akkordeon gehört und du sagst ihm jetzt, was ist da alles möglich? Es ist eigentlich viel schwieriger zu sagen, was nicht möglich ist. So werde ich nicht fertig. Also ich meine, es ist schon verrückt, weil man einfach unheimlich viel machen kann. Es gibt, glaube ich, ich würde wirklich jetzt fast sagen, keine Musikrichtung, die man nicht machen kann. Also das ist jetzt vorausgesetzt, man hat diesen Einzelton-Manual, das ist notwendig. Aber dann Tango, also so eben Volksmusik kennt man, Tango, Jazz, Volksmusik aus allen Ländern natürlich auch, Klassik, also von Renaissance bis heute, durch alle Epochen. Akkordeon und Tango gehört schon zusammen, oder? Ja, schon. Das finde ich auch was ganz Tolles. Und vor allem Piazzolla ist einfach einzigartig, wie er diese Verbindung schafft zwischen Tradition und Avantgarde, also was wirklich Neues macht, auch aus dem Tango. Und das, Kannte der das Instrument einfach verdammt gut, weil er dafür geschrieben hat, oder ist es ein Unterschied zwischen dem Bandoneon und dem? Ja, es ist schon ein großer Unterschied zwischen dem Bandoneon und dem Akkordeon, weil das Bandoneon ist kleiner und man kann dadurch viel mehr, wie soll ich sagen, also Akzente und man ist natürlich agiler. Diese Kiste ist schwer, die hat eine gewisse Trägheit auch. Und es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, dann so akzentuiert zu spielen, oder es braucht etwas mehr. Die Gründe, warum ich Stücke spiele, sind dann schon, weil ich sie, ich glaube, das ist wie mit Menschen oder mit Freunden. Man tut sich ja nicht mit Leuten zusammen, die man eigentlich nicht so mag oder die man irgendwie, wo man sich nicht wohlfühlt, oder? Und so ist es für mich mit Stücken. Mir begegnet eins und ich denke, wow,
das muss irgendwie, das möchte ich, da möchte ich näher kommen. Und, das, und so ist das auch mit dieser Bach-CD entstanden. Das sind Stücke, die habe ich während vielen Jahren eigentlich, eins nach dem anderen ist eigentlich dazugekommen. Ich gehe extrem unvoreingenommen an Werke ran. Also ich habe nicht klare Meinungen, was ist gut, was ist schlecht, was darf man nicht, sondern ich entdecke etwas und ich versuche, die Musik mit den Möglichkeiten meines Instruments, und das ist jetzt zufällig, das Akkordeon, zum Leben zu erwecken. Und ohne sehr viele, wie soll ich jetzt sagen, ich meine, ich mache mir schon Gedanken, ich weiß über die historische Aufführungspraxis Bescheid, das ist ganz wichtig. Und letztlich versuche ich aber all das wieder loszulassen und einfach diese Synergie zwischen dem Text, dem Stück und dem Instrument herzustellen und dabei was Neues zu schaffen. Eine der ganz großen Sängerinnen unseres Jahrhunderts zum 50. Geburtstag gratulieren. Anna Netrebko wird 50 Jahre alt und wir durften sie schon länger bei den wichtigsten Stationen ihrer Karriere begleiten. Das erste Mal haben wir Anna getroffen bei den Salzburger Festspielen. Und das war im Jahr 2002. Martin Kujai inszenierte den Don Giovanni und für die Donna Anna wurde eine ganz junge Sängerin aus Russland engagiert. Und schon nach der ersten Probe lag Salzburg ihr zu Füßen. Ich wollte immer auf die Bühne, aber lieber als Schauspielerin oder Tänzerin, nicht als Sängerin. Ich habe Opern gehasst, als ich jung war. Ich liebte Operetten. Jeder liebt Operetten in Russland. Und als ich mit der Schule fertig war, wollte ich Operettensängerin werden. Aber am Konservatorium sagten sie mir, nein, nein, du musst Oper machen. Ich sagte, okay, wenn es sein muss. Es ist langweilig, aber wenn die Prüfung leichter ist, mache ich es. Ich wusste immer, dass ich ungeheure Gefühle und eine unheimliche Energie in mir habe. Und zwar immer, wenn ich Musik höre. Aber auch bei manchen Filmen. Und ich wusste, ich muss irgendwo hin mit dieser Energie. Ich muss sie rauslassen. Ich muss sie loswerden. Sag mal, denkst du beim Singen an jemand Bestimmten? Of course, sometimes. Klar, manchmal, aber nicht an meinen Vater.
absolut not a star and not a diva. Ich bin kein Star und auch keine Diva. Ich bin eigentlich sehr ruhig und das Drumherum ist mir egal. Ich gebe mein Bestes. Ich möchte einfach gut singen, die Leute zum Weinen oder zum Lachen bringen. »2005 haben wir Anna dann wieder getroffen. Sie war inzwischen ein Weltstar. Und wir durften bei den Proben zu La Traviata dabei sein. Gemeinsam mit Rolando Villazón entstand hier ein legendäres Opernevent. Noch konnte niemand wissen, dass für die Karten auf dem Schwarzmarkt bis zu 5.000 Euro bezahlt wurden.« »We have a lot of responsibility.« Wir haben hier eine ganz schöne Verantwortung. Überall heißt es Traumpaar. Die Erwartungen sind groß und wir müssen unser Bestes geben. Wir haben gerade erst angefangen. Aber ich glaube, hier entsteht etwas Einzigartiges, das es so vorher noch nie gegeben hat. Alles ist hochemotional. Schließlich sterbe ich ja. Und ich sterbe ja nicht an irgendeiner Krankheit, sondern mein Herz, meine ganze Seele löst sich auf und wird in Flammen aufgehen. Eine schwierige Szene. Das gefällt mir, wie das hier umgesetzt wird.
Diese Oper ist einfach berührend. Und das seit über 100 Jahren. Und wenn ich auf der Bühne bin, dann lebe ich diese Rolle. Aber zu Hause ist alles vorbei. When I'm here, when I'm rehearsing, when I'm performing, I'm there. I'm completely in the scene. Ich liebe es, mit Anna zu arbeiten. Also, jetzt bist du dran. Sag, dass du gern mit mir arbeitest. Das kann man doch nicht erzwingen. Ich will das nicht auf Kommando sagen. Ich sag's dir, wenn mir danach ist. Ist dir denn jetzt danach? Ich hab's dir doch schon gesagt, das kann man nicht erzwingen. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, ja, ich arbeite gerne mit Rolando. Ein Jahr später haben wir sie in Salzburg wieder getroffen. Und jetzt sang sie die Susanna in der Nozze di Figaro. Und wieder durften wir bei den Proben filmen. Proben zu einer sehr eigenwilligen Inszenierung von Klaus Guth. Denn der Regisseur hatte die Geschichte neu erfunden. In seiner Version hatte Susanna vor ihrer Hochzeit mit Figaro ein Verhältnis mit dem Grafen Almaviva. Und somit war die Geschichte um das Recht des Grafen auf die erste Nacht mit der Braut eigentlich hinfällig. Ich kenne die Rolle wirklich gut, aber in dieser Produktion ist sie völlig anders angelegt. Ich muss komplett umdenken und es ist, als ob ich ein ganz neues Kleid anziehe. Es fällt schwer zu glauben, dass Susanna von Anfang an eine Affäre mit dem Grafen hat. Es ist schwer. Es fällt mir auch schwer, es zu spielen, diese Art Doppelcharakter. Sie hat ja immer Sorgen, Zweifel. Sie ist überhaupt nicht diese lustige, sprühende Susanna, die jeder zu sehen erwartet. Aus diesem Puzzle der Emotionen versuche ich, einen glaubwürdigen, interessanten Charakter zu machen, mit dem man mitfühlen kann. Das ist schwierig unter diesen Umständen, aber ich versuch's. Which is kind of harder with this situation, I think. But I will try. Zuletzt haben wir Anna in Verona getroffen, wo sie mit ihrem Mann aufgetreten ist. Und es ist unglaublich, wie sich diese Stimme über die Jahre entwickelt hat. Doch hören Sie selbst. Thank you.
Hallo Anna, erinnerst du dich an uns? Klar, ich erinnere mich. Sag mal, lernt ihr auch voneinander? Nein, wir üben nie miteinander und wir haben auch zwei völlig unterschiedliche Gesangslehrer. Und zwei unterschiedliche Techniken? Nein, ich denke, wir haben die gleiche Art zu singen. Wir suchen das gleiche Ziel. Deswegen glaube ich auch, dass unsere Stimmen so gut zusammenpassen. Ist es schwierig, hier zu singen? Man hat keinen geschlossenen Raum und man kann sich ja selber kaum hören. Stimmt, es ist wirklich nicht einfach. Und wenn die Vorstellung vorbei ist, ist meine Stimme komplett am Ende. Es ist zu heiß, es ist zu offen, man tendiert dazu zu forcieren. Bis du kapiert hast, wie man hier singen muss, ist die Vorstellung schon vorbei. Aber es lohnt sich, dieser Ort ist magisch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Anna. Verabschieden möchte ich mich mit Impressionen von meinem Konzert am Odeonsplatz. Das nächste Mal begrüße ich wieder Martin Grubinger.